Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, lieber Christopher Ja. und ihr Lieben da draußen. Du Christopher, ich sehe heute aus, als hätten wir die Halloween-Show. Meinst du, du könntest mich noch etwas mehr in Farbe setzen? Ja, einen Moment bitte. Ich bin da nämlich vollkommen abhängig von Christopher, der leider meine Farben steuern kann. Ja, aber ich meine, du bist ja heute fast in Schwarz, Rot und Gold sozusagen. Ja, eine leichte Anspielung, die übrigens auch hervorragend zum heutigen Thema passt. Ne? Ja, genau. Ich Wieso habe passt es zum neulich, heutigen Thema? naja, ich habe neulich eine Legung vorgestellt, kurz vor der Wahl zusammen mit Roé, wo der Turm dann als Endergebnis der Wahl war. Und ich glaube, wir werden unter anderem feststellen, dass der Turm stark auch immer mit gesellschaftlichen Themen verbunden ist. Und heute ist ja nun mal der Tag der Einheit und da lohnt es sich vielleicht, über diese Dinge nachzudenken. Ihr habt ja gestern, habe ich noch mitbekommen, du und Roé im mantischen Lagerfeuer eine Legung zur deutschen Einheit gemacht. Also im Grunde Genau. genommen nicht zur deutschen Einheit, sondern zum Thema Einheit, Einigung allgemein. Fand ich sehr spannend. Ja, fand ich auch, vor allem was rauskam. Aber ja, Das wenn ihr könnt ihr Lust euch habt, ja wollen wir das anschauen. einfach, genau, schaut euch das an, aber lasst uns jetzt In hier den auf unsere Turm geheime einsteigen. Akademie in die tieferen Weihen der Genau. Tarotkarten einsteigen. Ihr wisst ja, dass wir immer so anfangen, dass ich erst einfach mal ein paar Bilder zeige, die meines Erachtens mit dem Thema Turm zu tun haben. Und dann gehen wir natürlich auf die Karte der Turm ein, in verschiedenen Ausprägungen, in ihrer Grundbedeutung. Aber zunächst einmal habe ich ein paar Bilder mitgebracht, die für mich exemplarisch sind, für wenn man jetzt einem Laien erzählt, der Turm, was dann vielleicht an Bildern auftauchen könnte. Und eins davon wäre natürlich der Leuchtturm. Selbstverständlich muss man dann vielleicht eher in nördlichen Regionen zu Hause sein. Da gibt es häufiger Leuchttürme. Aber ich dachte mir, bei der Karte der Turm, da haben wir ja den umgekehrten Vorgang wie bei einem Leuchtturm. Da wird ja häufig ein Lichtstrahl oder ein Blitzstrahl dringt in den Turm ein und bei einem Leuchtturm geht ein Lichtstrahl vom Turm aus. Das fand ich jetzt irgendwie so ein Gedanke, der ist mir heute gekommen. Ja, und das könnte man auch weiterspinnen im Sinne dessen, dass was immer in einer Turmsituation geschieht, dass es sicher auch von außen etwas Licht ins Dunkle kommt, aber eigentlich ist das verursacht dadurch, was im Inneren vorgegangen ist vorher. Also ich denke mal, Licht und Turm, Leuchtturm, finde ich mal eine schöne Analogie. Mal gucken, ob wir damit noch was anfangen können. Einfach mal ein Bild, das mir da eingefallen ist. Aber ich denke, bei den meisten wird das Wort Turm etwas auslösen wie dieses hier. Also in der Moderne. Das ist jetzt hier Manhattan, ein Blick über Manhattan in der Nacht. Und ich finde, dass das. Ja, also das Thema Turm und Hochhaus oder Wolkenkratzer, dass das etwas ist, was glaube ich in der Moderne gut, was man gut in der Moderne mit dem Thema Turm verbinden kann, was aber sicherlich jetzt eher ein Thema sein wird, das man nicht mit den ältesten Deutungen in Verbindung bringt. Wobei wir uns natürlich unterhalten können darüber, was heißt eigentlich Turm überhaupt symbolisch und diese Verbindung von Erde und Himmel oder ein Turm ist ein Gebäude, das uns hilft, die Höhen zu überwinden und bis in den Himmel zu steigen. Das ist, glaube ich, eine der Grundbedeutungen. Und nicht umsonst wird ganz oft in der Moderne ja das Hochhaus auch als Symbol gesehen für die Hybris des Menschen, immer höher hinauf zu wollen in den Himmel. Ne? Also ich denke mal an den Burj Khalifa oder wie er heißt. In Dubai, das ist ja, ich weiß nicht, der ist, glaube ich, 1 Kilometer hoch. Also das ist ja unfassbar, wenn man sich das überlegt. Ja. Ja,
Ja, wo du Manhattan ansprichst, Kerstin hat das auch geschrieben. Ich war damals sehr schockiert, als 9/11 passierte 2001 und die Tarot-Leute sofort anfingen, das mit dem Turm gleichzusetzen. Das fand ich wirklich widerlich. In der Retrospektive gibt es jetzt natürlich viele Kartendecks, die auch das World Trade Center als Turmerlebnis darstellen. Und natürlich ist das auch nicht falsch. Ja, da sind wir wieder bei diesem gesellschaftlichen Thema. Aber ich bin immer schockiert, und das war ja 2001, als wir noch gar keine Smartphones hatten, ne? Dass die Leute sofort, anstatt mal etwas zu fühlen, was da tatsächlich passiert, irgendwelche philosophischen Exkurse machen. Das hat mich damals sehr angewidert. Fällt mir jetzt Kommen nur wir gerade vielleicht dazu nachher ein. noch drauf, weil ich Ja. denke, das sollte man nochmal drüber sprechen. Ich finde es einen Ja. interessanten Zusammenhang und da habe ich auch noch eine Anekdote dazu zu Ja. erzählen. Ja, in jedem Fall das Hochhaus, die Verbindung zwischen Erde und Himmel. Es ist auch fast wie ein Kanal zu denken. Und wenn ich mir zum Beispiel dieses Bild anschaue, auch ein berühmter Turm natürlich, hier spektakulär in Szene gesetzt, der Eiffelturm, auch eher natürlich im Vergleich zu einem Hochhaus in Manhattan, ein Winzling mittlerweile, aber seinerzeit eines der höchsten Gebäude der Welt, wenn nicht sogar das höchste. Und ein Ausdruck dieser Zeit der Industrialisierung, der Machbarkeit. Wir sind im 19. Jahrhundert, das war ja anlässlich der Weltausstellung, ein Symbol zu schaffen, eine Ikone zu schaffen für die damalige Zeit. Und ich denke, wenn man an Turm denkt, dann haben viele vielleicht sogar den Eiffelturm gleich im Kopf. Ich habe natürlich den Turm unserer Nikolaikirche im Kopf, der in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts der höchste Turm der Welt war. Das ist faszinierend, Kirsten. Ich vermute mal, dass der Eiffelturm weltweit gesehen etwas bekannter ist, aber selbstverständlich ist die Nikolaikirche auch eine bedeutende Kirche. Ich habe übrigens unterlassen, die Frauenkirche hier einzufügen, wenn wir schon dabei sind, weil die zwei Türme hat. Und ich finde, zum Bild des Turmes gehört, dass es ein einzelstehender Turm ist. Ich weiß ja, wie du das siehst. Da Nicht werden wir noch drüber unbedingt. reden müssen, wenn wir über den Mond Ah, diskutieren. okay, verstehe. Aber im Augenblick tun wir das mal so stehen lassen. Bitte? Aber beim Turm selbst oder bei der Karte der Turm selbst ist, bis auf eine Ausnahme, die ich sogar mit dabei habe, eigentlich immer nur ein Turm zu sehen, ne? Das ist korrekt, ja. Ja, genau. So, dann weitere berühmte Türme. Es sind natürlich sowas wie Big Ben. Da kommt dann auch der Faktor ein Zeitmesser mit dazu. Natürlich ist es eine Anspielung an einen Kirchturm. Es ist natürlich jetzt hier ein bürgerlicher Kirchturm oder ich sag mal ein weltlicher Kirchturm. Also kann man das sagen, ein weltlicher Turm, sage ich jetzt mal. Er ist ja am Parlament. Ohne Und Kirche, ja, hofft man. genau, also es erinnert daran, aber ich finde es interessant, Türme werden immer wieder zu Ikonen. Also ein Turm wird zu einer Ikone, wird zum Wahrzeichen einer Stadt. Auch das, finde ich, verweist darauf hin, dass er immer eine übergeordnete Bedeutung besitzt. Ja, auch wenn wir auch so an Katastrophenspielfilme denken, ne, da sind oft so wichtige Türme wie der Eiffelturm oder hier der vom House of Parliament, die werden dann demontiert und das macht ganz viel immer mit den Leuten Genau. tatsächlich, ja. Klar, also klar, in welchem Film war das zuletzt zu sehen, wo dieser Turm einstürzt, das weiß ich gar nicht. Aber das ist wie ein Symbol, das zerstört wird. Und mich erinnert deswegen der Turm auch immer wieder an eine Säule. Also ich glaube, die Symbolik der Säule ist nicht unähnlich. Das kennen wir ja von den Friedhöfen, die gebrochene Säule. Habe ich jetzt leider kein Bild mitgebracht, aber da sprechen wir ja zum Beispiel auch auf unseren Friedhofsführungen in Hamburg und in München dann drüber, wenn wir an solchen Gräbern vorbeigehen. Ja, oder die Freimaurersymbolik der Säule. Freimaurersymbolik, genau. Wir haben ja auch mal ein Special gemacht, glaube ich, für die Stadtspüre zum Thema Säulen. Das werde ich einfach mal verlinken für die, die es interessiert. Genau. Eine weitere Ikone bei Turm ist natürlich der schiefe Turm von Pisa. Und also ich glaube, das ist der Turm, ich weiß nicht, ob er mit zu den meist fotografierten Türmen der Welt gehört, aber ich habe jetzt mal erspart, ein Bild aufzunehmen, wo jemand dann daneben steht und so tut, als ob er den Turm stützen würde. Es ist trotzdem ein Wunder, dass er immer noch hält. Das ist so. Ja, das ist so ein bisschen wie die
Porzellantasse mit einem kleinen Knacks drin, die am längsten hält. Genau. Dieser Turm wird uns ewig erhalten bleiben, auch wenn wir jedes Jahr wieder eine Katastrophenmeldung hören. So ist es. Das Thema Turm ist natürlich jetzt hier beim Pisa-Turm, ist es eigentlich schön, auch wenn er jetzt, wenn er jetzt gerade stehen würde, wäre es ein Turm, der wirklich das Thema hat, also der auch, wie ich finde, dieses mit den Schichten und den Stufen und man steigt immer höher hinauf in den Himmel, diesen Bezug als eine Art Säule des Himmels zu fungieren, finde ich, ist beim Pisa-Turm sehr deutlich angedeutet. Sowas gab es aber schon früher, wir gehen jetzt mal ein paar tausend Jahre zurück und das ist zwar jetzt kein Turm, aber die Idee, etwas zu bauen, was in den Himmel reicht, ja, und den Himmel berührt, das finden wir natürlich schon beim Bau, bei den Pyramiden. Ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, Kirsten, ich weiß nicht, ob das übereinstimmt mit dem, was du über die Tarotkarte der Turm weißt, dass die Pyramide eine Entsprechung wäre zum Turm. Jetzt nicht in dem Sinne, was dann geschieht auf der Karte, ja, weil da haben wir ja die Zerstörung auch, ein Thema als Thema einer Zerstörung, aber dieses Thema von dass etwas in den Himmel hinaufreicht, ja, und dass das so ein altes Menschheitsthema ist. Begeistert mich gerade nicht. Also ich weiß nicht, ob ich den Turm mit einer Pyramide gleichsetzen würde, weil eine Pyramide verbinde ich auch immer mit dem göttlichen Aspekt. Es ist ja 5 als Zahl, ne? 4 als Basis und 1 nach oben. Das hat mir eher was mit den Hohepriester zu tun für mich. Mhm. Während der Turm eher was mit dem Herrscher für mich zu tun hat. Okay. Und könnte man sagen, dass das natürlich jetzt einmal die Vorstellung, dass dies ein Grab ist, das kann man natürlich anzweifeln. Also es gibt auch berechtigte, mehr oder minder berechtigte Annahmen, dass die Pyramiden in Wirklichkeit nicht nur ein Grabmal sind. Aber nehmen wir mal an, es ist ein Grabmal und da drin sitzt der Herrscher. Dann hätte man ja vielleicht, also der Pharao, dann hätte man vielleicht da einen Zusammenhang. Aber ich verrate dir, warum ich draufgekommen bin auf die Pyramide. Das war gar nicht so sehr unbedingt nur die Pyramide. Ich nehme jetzt mal ein Bild vorweg, was ich erst danach zeigen wollte. Aber ich habe an die Zikkurats gedacht. Hier haben wir eine Rekonstruktion des Zikkurat von Ur. Also wir sind hier in Mesopotamien unterwegs. Und man sagt ja, die Zikkurat waren, also diese Art Tempel mit den Treppen, die hinauf in die Höhe führen, waren das Vorbild für den Turm zu Babel. Und so kam ich drauf, weil die Zikkurat haben ja im Grunde genommen auch, wenn du sie dir anschaust, eher eine breitere Basis. Die sind gar nicht wie so ein schmaler Turm. Aber später in der Darstellung wird daraus tatsächlich ein Turm, der Turm zu Babel, ja. Der Turm von Babylon. Und da sind wir dann doch wieder eigentlich beim Turm, oder? Ja, der Turm zu Babel wird natürlich immer wieder genannt, wenn es um den Turm geht. Aber nicht unbedingt, glaube ich, weil es ein Turm ist, sondern weil es sofort das Gefühl von Zerstörung und Hybris impliziert. Mhm. Und das haben wir bei den Pyramiden nicht. Mhm. Ja. Gut, also gebäudeformmäßig vielleicht, inhaltlich weniger als vielleicht. Also von deinem architektonischen Wissen her auf jeden Fall gerechtfertigt und sicher auch für alle interessant. Vielleicht auch interessant der Gedanke, dass es eine breite Basis gibt, die dann sich nach oben hin verschmälert. Aber ich würde die Pyramide ist mir auch zu breit für einen Turm. Also ja, das ist schon wahr, ne? Also man könnte auch sagen, es ist eigentlich kein Turm. Bleiben wir mal dabei, es ist eigentlich kein Turm. Danke, Christoph. Aber vielleicht kannst du mit dem was anfangen. Das ist Saint-Michel? Genau, Mont Saint-Michel. Das hat zwar so pyramidesk, wie das auch ausschaut, so aus der Ferne, aber es geht mir hier vor allen Dingen um den Kirchturm, der bis ganz hoch hinausgeht. Und ein Kirchturm ist ja eigentlich auch wieder eine Bedeutung, die beim Turm ist. Du wirst uns sicherlich auch erklären, das habe ich ja gesehen, dass es ja eine ältere Bezeichnung auch für den Turm gibt, das Haus Gottes oder Maison de Dieu. Mhm.
Und natürlich denke ich bei Haus Gottes oder Gotteshaus natürlich auch gleich eine Kirche. Das ist also ein erster Gedanke. Und darum fand ich sowohl von der Abbildung her, jetzt, weil es eben auch so dieses nach oben steigende Turm zu Babel und ganz oben dann eben auch noch die Kirchturmspitze. Das hatte für mich eine sinnfällige Beziehung. Ja, das finde ich auch schon viel passender, weil es ist nicht ein Gebäude, das nach oben so reicht, sondern wir haben ja viele Gebäude und der allerhöchste Punkt auf dieser Insel ist dann halt dieser Turm und das passt auch sehr schön zu dem Tarotbild, wie ich finde. Ja, gut. Dann habe ich ein Bild gefunden, das ist eine Darstellung um die Wende zum 20. Jahrhundert aus einem Märchenbuch. Und das habe ich bei den Recherchen einfach gefunden. Ich weiß jetzt auch den Namen des Künstlers gerade gar nicht. Aber mich erinnerte das an Märchen, in denen Türme vorkommen, aber auch der sogenannte Gläserne Berg. Der Gläserne Berg, das ist ja so ein Topos-Thema in den Märchen, wo die Heldin meistens ihre Brüder befreien muss. Manchmal ist auch der Held, der eine Prinzessin befreien muss. Und er muss dann einen gläsernen Berg hinauf und hat dazu irgendwo noch einen Schlüssel, den er dazu verwenden muss. Also irgendwie hat es mich daran erinnert. Ich weiß nicht, kennst du das mit dem gläsernen Berg als Thema, Kirsten? Ich kenne dieses Märchen vom Gläsernen Berg, wo die Prinzessin oben drauf sitzt und ein Prinz hochreiten muss. Genau. Auf jeden Fall, ja. Aber wie du selbst richtig sagst, eine wichtige Verbindung haben wir in den Märchen mit Türmen. Wir haben Rapunzel, wir haben Dornröschen. Sorry, ich nehme schon wieder was vorweg. Macht gar nichts. Du hast mir nur das Stichwort geliefert. Genau, also in Rapunzel ist ja der Turm eine ganz, ganz wichtige, ein Charakter nicht, aber ein Topos, so würdest du sagen. Ja. Und auch in Dornröschen ist das ja ein großes Thema, Stimmt. der Turm. Und da gibt es sicher auch noch andere Märchen. Wenn euch noch welche einfallen, schreibt sie doch einfach mal in die Kommentare, damit ihr hier auch wach werdet, alle. Ja. Ich glaube, es sind schon eifrig dabei. Ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht, Dornröschen, nicht Dornröschen, Rapunzel. Und da klingt, also ja, also ich habe ein zweites Bild mitgebracht. Wir wollen ja heute diese Märchenthematik nicht so vertiefen, Ja. aber wenn ihr Interesse habt, ich habe schon mal mit Christopher über den Turm gesprochen im Rahmen des Tarot e.V. und auf der Seite des Tarotverbandes findet ihr ein Video, wo wir auch gerade über die Themen Rapunzel und Dornröschen ausführlicher reden. Wenn euch das interessiert, schaut euch doch dieses Video einfach an. Ich werde es einfach nachträglich noch verlinken hier in die Infobox. Dann könnt ihr, weil wir da auf sehr spezielle Aspekte des Turms eingehen, die wir heute ausklammern. Wobei dieses Bild deutlich darauf anspielt, wie ich finde. Gut, genug gesagt. Jetzt kommen wir noch zu dem, was dich so empörte 2001. Das ist eben der Angriff auf das World Trade Center, auf die Twin Towers. Und ja, es stimmt, es gab tatsächlich damals auch von einem sehr großen Verlag einen Aufruf an bestimmte Autoren und Autorinnen, darunter wurde auch ich angeschrieben, damals etwas dazu zu schreiben, dazu aus einer symbolischen Sicht. Und ich habe einen Artikel geschrieben dazu zum Thema Saturn-Pluto, weil das im Rahmen des Saturn-Pluto-Zykluses einfach ein Ereignis war, das eben da in diesen Zyklus passte. Aber es gab natürlich auch Tarotisten, die geschrieben hatten und eben das mit dem Turm in Verbindung brachten. Das brachte dem Verlag enorme Kritik ein, damals schon 2001. Denn das Buch erschien 2002, also relativ bald. Würde man es vielleicht heute veröffentlichen, im Nachgang würde man vielleicht deutlicher einen symbolischen Bezug herstellen können, weil es mittlerweile ja ikonisch ist, geworden ist. Dieses Ereignis ist, wenn man es mal gelinde sagt, eine Ikone des Terrors. Das klingt jetzt fast verniedlichend, aber das meine ich gar nicht. Ich meine nur, mittlerweile sind diese Bilder so symbolisch geworden für uns, dass sie bei uns automatisch was auslösen. Es ist auch ein traumatisches Ereignis, das wir verarbeiten, immer noch. Ja.
Ja, ich habe auch gar nichts dagegen, das mit dem Turm zu vergleichen. Und jetzt, wie gesagt, 20 Jahre später ist das total verständlich und in Ordnung. Was mich damals schockiert hat, war A, was heute ja eigentlich auch niemanden mehr schockiert, sofort darauf sich zu stürzen und da irgendwas mitzumachen, also was du jetzt gerade mit dem Verlag anspielst. Und das andere war, dass die Leute wirklich, anstatt sich mal Gedanken zu machen, was da gerade passiert, irgendwie sagen, oh, it's the tower. Das hat mich wirklich angewidert damals und hätte aber eigentlich mir auch zeigen müssen, dass wir da in eine Richtung steuern, die wahrscheinlich sich vertiefen wird. Nämlich nicht zu empfinden, sondern erstmal irgendwie Schlagzeilen zu machen. Ja, oder auch was mehrere Sachen. Wie gesagt, wenn wir es aus der jetzigen Perspektive betrachten und hier symbolische Bezüge herstellen zum Turm, würde ich sagen, sind wir dabei, es eigentlich umgekehrt zu tun. Wir verstehen heute sehr viel besser, was dieses Ereignis ist und können sozusagen einen ikonischen Bezug zur Tarotkarte der Turm herstellen. Aber damals war es einfach so, als ob man gleich auf eine bestimmte Form versucht hat, etwas zu deuten und zu erklären und es damit eigentlich zu rationalisieren, selbst wenn man das auf eine vermeintlich spirituelle Weise tut. Aber Ganz es genau. war, das ist so, wie wenn man jemanden, der sich verletzt oder eine Wunde hat, als allererstes gleich 1000 Ratschläge gibt, was er Ja. alles in seinem Leben falsch gemacht hat, was dazu geführt hat, anstatt ihn einfach erstmal zu verarzten und dafür zu sorgen, dass es ihm wieder gut geht oder besser geht. Ja, Aber genau. das ist so wie, ja, ich habe sie immer schon gesagt, das ist, weil deine ungelösten Mutterthemen, die bringen dich jetzt dazu und du liegst gerade da mit verdrehtem Bein und gebrochenem, weil du heulst dir die Seele aus dem Leib und ein anderer reagiert dann so darauf. Gibt es Ja. übrigens tatsächlich so. Also das ist nicht nur eine Fantasie von mir. Ich weiß. Ja. So, ich denke mal, das waren meine Bilder dazu. Ich glaube, wir sollten weitergehen und zu den Tarotkarten selbst kommen. Und wir beginnen natürlich wieder mit dem Vergleich zwischen Teufel und Turm, die im Deutschen sich so schön alliterieren. Ja, also. Wir haben ja letztes Mal über den Turm geredet, über den Teufel geredet und ich habe gesagt, das ist eine Karte der Versuchung. Wir haben auch erwähnt, dass diese Karte damit zu tun hat, sich vielleicht auch eine Situation schön zu reden. Es geht oft darum, dass wir eigentlich auf einen Kontrollverlust hinsteuern, indem wir immer mehr unsere Grenzen austesten bei etwas, indem wir sagen, ah, ich habe das jetzt gerade nicht unter Kontrolle. Ich will da einfach weitermachen und da ist auch ein gewisser Lustaspekt dabei. Und solange wir in der Teufelssituation sind, können wir eigentlich immer wieder zurückrudern und sagen, okay, ich gehe da jetzt nicht weiter. Aber wenn dann der Turm in einer Legung auftaucht, dann, also gerade wenn er in der Gegenwart oder in der Vergangenheit liegt, dann kann man davon ausgehen, dass uns diese Situation um die Ohren geflogen ist. Und das fühlt sich anders an als beim Rad des Schicksals, über das wir ja auch schon geredet haben, ne? Da haben wir gesagt, es gibt einfach Veränderungen, denen wir uns stellen müssen, die wir mitgestalten können oder auch lassen können, aber die Veränderungen werden kommen. Beim Turm ist es was Hausgemachtes normalerweise. Ja, also es wird ja gerne auch in Kartenlegungen mit Unfällen zusammengebracht. Und diese Unfälle sind dann, wenn es passiert, meistens verschuldet dadurch, dass man unachtsam war. Ne? Oder dass man irgendwas nicht berücksichtigt hat. Ich würde jetzt das selbst nicht mit Unfällen in Verbindung bringen, aber wenn ihr das macht, dann schaut doch mal, inwieweit ihr da was dran, wie ihr über die Straße gegangen seid, als euch das Auto erwischt hat oder sonst irgendwas. Ne? Das sind so diese Klassiker. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Turm immer eine Entladung darstellt. Eine Entladung von Energie,
die sich aufgestaut hat. Da passt natürlich das rein, was der Herzensmensch hier ganz kurz angesprochen hat, der Petit Mort. Aber das ist nicht das Allerwichtigste. Ja, das finden wir vielleicht in dem Deck von Aleister Crowley. Aber größtenteils geht es bei dem Turm darum, dass ja eine Situation uns um die Ohren fliegt, die wir durch unser Verhalten im Teufel, durch unsere Abhängigkeit von bestimmten Themen, ich nannte letztes Mal Sex, Drugs and Rock'n'Roll, dass wir diese Thematik eskalieren haben lassen. Mhm. Was sehen wir jetzt hier auf dem Turm? Das ist ja eine Darstellung der Marseiller Art. Und wir sehen, dass eine Krone von einem Turm gestürzt wird. In diesem Falle hier, ist anders als bei Waite, ist es eine offene Krone. Im Tarot stehen die offenen Kronen eigentlich meistens für so ein offenes Chakra, wie wir es auf der Gerechtigkeit sehen. Aber eine geschlossene Krone wird immer stark mit dem Herrscher in Verbindung gebracht. Und hier sieht das nicht so gefährlich aus, ne? Weil es ist dieser Mensch, der ist ja schon fast am Boden. Der Turm ist auch nicht besonders hoch. Und dieser Blitz, den wir später einschlagen sehen in diesen Turm, der ist halt auch sehr federig. Also so ganz so bedrohlich finde ich diese Situation hier nicht auf der Karte. Wir werden uns sicher gleich noch andere Beispiele ansehen, aber die waren ein paar Fragen, habe ich gesehen. Natürlich, Marion, ist es eine Übersetzung, wenn wir gleich mit Symbolen sprechen. Aber diese Übersetzung kam aus meiner Perspektive zu früh. Und das ist unser ganz großes Thema, dass wir prinzipiell im Augenblick immer zu früh reagieren, anstatt mal erstmal etwas bei uns im Körper und im Kopf ankommen zu lassen. Ne? Mhm. Und das hat sich seit 2001 definitiv verstärkt. Kann der Turm auch ablösen in Verbindung mit einer anderen Karte? Das verstehe ich nicht, was du meinst, Maja, was du unter Ablösung verstehst, müsstest du mir bitte noch einmal konkreter aufschreiben. Und das tut mir leid, Herzensmensch, dass dir die Turmenergie zu viel ist. Das kann ich gut verstehen, aber der schiefste Turm steht in Friesland, den kenne ich nicht. genau, also das waren jetzt, glaube ich, die Fragen, die zu beantworten waren. Willst du was dazu sagen, was ich jetzt gerade gesagt habe, Christopher? Ich wollte nur auf die Karte direkt jetzt mal im Marseiller Tarot eingehen. Ja. Vielleicht, also, dass wir nicht vergessen, hier heißt es ja auch La Maison Dieu, dass du vielleicht dazu noch kurz was sagst. Ich habe hier natürlich auch gleich das Bild der Krone, die auf dem Turm herunterfällt. Das ist noch mal eine zusätzliche Symbolik. Und wir haben ja auch diese drei Fenster. Das habe ich jetzt ganz unterschlagen. Das ist natürlich auch ein Turm mit drei Fenstern für den Menschen der damaligen Zeit sicherlich ein wichtiges Symbol war, das er sofort wiedererkannt hat. Es ist natürlich der Turm der heiligen Barbara. Der immer mit drei Fenstern dargestellt wird, weil das in ihrem Mythos, in ihrer Legende eine zentrale Rolle spielt, dass der Turm, mit dem sie eingesperrt war, eben drei Fenster hatte für die Dreifaltigkeit. Vielleicht gibt es da ja einen Zusammenhang mit Maison Dieu. Ja, du reitest jetzt immer auf die Maison Dieu rum. Ich muss dir dazu gestehen, dass ich nicht so viel weiß darüber. Mhm. Das Maison Dieu wird interpretiert einerseits als das Haus Gottes, das zerstört wird, aber es ist inzwischen auch, wird oft geschrieben, dass Gott das Haus zerstört und sich des Hauses, des irdischen Hauses, der Turm ist ja ein Ausdruck irdischen Strebens, wie wir schon festgestellt haben, sich dem wieder bemächtigt. Ja? Okay. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Es ist nicht meine Expertise, das Haus Gottes in dem Zusammenhang. Okay, auch kann man, glaube ich, auch nur dort aufsuchen. Wir können es vielleicht damit zusammenbringen, dass der Turm auch immer für Erleuchtung steht. Mhm. Aha. Aber ich glaube erst in den späteren Decks. Mhm. Und ich weiß hier in meinem französischen Deck,
Maison de Le Tarot de Marseille Waite heißt es, glaube ich, auch sogar Maison Dieu. Aber ich reiche das sehr gerne nochmal nach. Da Okay. erwischte mich jetzt wirklich etwas unvorbereitet. Das ist nicht schlimm, Kirsten. Bei deinem sonst so fulminanten und unerschöpflichen Wissen darf sich der ein oder andere Sandkörnchen des Unwissens breit machen. Insofern denke ich mal, aber vielleicht kommen wir auch sogar selber mit drauf, weil ich weiß, dass diese Bezeichnung selten ist. Also das ist etwas, was... Also hier, wenn ich nochmal zitieren darf, Ja. hier schreibt sie, die Karte heißt original La Maison Dieu, das hast du ja auch da unten stehen. Une construction sans porte et frappée par la foudre, précipitant ses occupants à terre. Also hier wird eigentlich genau nur darauf hingewiesen, dass ein Blitzschlag das irdische Haus trifft und dadurch die Menschen zu Boden fallen. Und da haben wir eigentlich die Situation aus Babel beschrieben. Und ich persönlich denke, dass das damit zu tun hat. Vielleicht auch Maison Dieu und Babylon. Man will ja ein Haus bauen, das bis zu Gott reicht. Genau. Und auch hier die Zerstörung, die ist bei Babylon natürlich eine andere Form von Zerstörung als ein Blitzschlag, sondern es ist natürlich die Thematik, dass man sich nicht mehr versteht, dass Kommunikation verunmöglicht wird. Ich sehe auch hier die Krone oben natürlich jetzt auch als kabbalistische Anspielung. Ich weiß nicht, ob das bei Tarot de Marseille schon so gültig ist. Ich entnehme deine Reaktion ungewiss bis eher nicht. Also das Kabbalistische kam erst später, aber man kann natürlich so argumentieren, dass es vielleicht doch schon da war. Dazu wissen wir einfach zu wenig, muss ich ganz ehrlich Ja, sagen. also die Krone ist ja ein kabbalistischer Ausdruck für Keter. Das ist die höchste der Sephirot, die Nummer eins quasi, die dem Göttlichen am nächsten ist oder sogar eine unmittelbare Emanation Gottes ist. Genau. Allerdings würde das jetzt hier unkabbalistisch sein, denn wieso sollte Gott die Krone zerstören? Aber vielleicht Genau. ist es so etwas wie dieser Gedanke eines Kanals zwischen Himmel und Erde. Also, wer zu hoch hinaus will, könnte man jetzt total banal sagen, wird vom Blitz erschlagen. Ja, also wer zu viel wagt, kann vom Blitz erschlagen werden und muss damit rechnen, wieder zurückgestoßen zu werden in die Materie. So ein bisschen wie bei, wie heißt dieses Spiel, Leitern und Schlangen und Leitern. Kennst du das? Ja, klar. Da ist man ja auch alle Nase lang drauf und dran, wieder zurückgeschickt zu werden. Ja. Man kann Leitern hinaufklimmen, aber man genauso gut auch wieder hinunterrutschen. Ja, mein persönliches Lieblingsmärchen, was ich immer mit dem Turm gerne verbinde, ist von Fischer und seiner Frau, wo man halt immer mehr diese größeren Konstruktionen hat, in denen die beiden leben und am Ende werden sie zurück in ihren Fischpott verbannt. Und ich finde auch ihr da draußen, ihr macht ganz tolle Kommentare zum Turm, da fällt euch ja echt viel ein. Also ich finde den Kommentar von Kerstin hier sehr interessant. Ich blende ihn mal kurz ein. Kerstin sagt, viele Türme dienten auch als Gefängnis. Zum Beispiel der Tower of London. Und auch in Zeiten der Hexenverbrennungen wurden die Frauen oft in Türmen eingesperrt. Und ja, das ist auffällig, dass Türme gerne auch Gefängnisse sind. Und dann, wenn man jetzt diese Karte anschaut, dann ist das vielleicht auch eine Befreiung an dieser Es Stelle. ist total eine Befreiung. Und ich finde aber auch sehr schön, wie Anna auf Notre Dame hinweist. Und auch das war ja so ein Moment, wo die Welt den Atem anhielt, warum auch immer. Und das war natürlich auch, da kamen die Leute tatsächlich nicht gleich mit dem Turm an, muss man sagen. Aber es war, hat eine ähnliche Qualität, finde ich sehr schön. Und das mit dem Konfetti, das fand ich auch interessant, Corinna. Ich finde es nämlich auch, dass das sehr fröhlich eigentlich aussieht, dieser Turm im Marseilla-Deck. Und da kann man den Aspekt der Befreiung sehen. So katastrophal der Turm manchmal sich anfühlen kann im Erleben. Sehr oft hat er zur Folge, dass man danach freier durchatmen kann. Und das zeigt uns auch die Karte, die darauf folgt, in der wir, über die wir beim nächsten Mal sprechen werden. Genau. Ich denke mal, jetzt ist, wenn ich habe mir jetzt spontan eingefallen, es gibt auch eine Rune, die dem Turm sehr ähnlich ist. Das ist die Rune Hagalas.
ich suche gerade, ob ich sie zeigen kann, die eine ähnliche Bedeutung haben kann, nämlich Zerstörung, die auf der einen Seite Zerstörung ist, also da nichts schön zu reden, da wird was zerstört, aber gleichzeitig ist manchmal Zerstörung die Grundvoraussetzung für Befreiung. Also wenn ich meine Fesseln sprengen möchte, muss ich die Fesseln zerstören. Es gibt keinen Mittelweg. Ja. Und das ist jetzt hier, ich finde sie natürlich jetzt nicht, die Rune Hagerlass, und ich würde sagen, diesbezüglich, ja, die versteckt sich. Diesbezüglich ja, wähle ich jetzt, gleich, hier habe ich sie schon, so, da ist sie schon, hier, das ist die Rune Hagerlass. Also wenn man so will, könnte man darin vielleicht sogar einen Turm sehen, die beiden Außenkanten und ein Stockwerk, das runterrutscht. So. Ja. Also mit viel Fantasie. Aber ich wollte sie einfach nur mal gezeigt haben. Gut, schauen wir mal weiter. Die nächsten Darstellungen führen uns jetzt noch weiter. Ältere Darstellungen, und ich finde ja vor allen Dingen die auf meiner Seite besonders reizend, denn ich habe sie zunächst nicht kapiert und dann, wenn man sie genauer anschaut, ist sie doch sehr ungewöhnlich. Ja, erzähl doch mal, was du da siehst, weil ich erkenne es gerade nicht so gut. Also man sieht hier vor allen Dingen, im Hintergrund wird schon was zerstört, da geht ein Turm kaputt, aber vorne sehen wir einen Mann mit Musikinstrument, so als ob sie mitten in der Party unterbrochen würden. Also sie haben jetzt hier gerade Party gefeiert, Musik gemacht und hinter ihnen stürzt alles zusammen in Chaos. Ja. Ein bisschen, also ich musste sofort, mein erstes Bild war die Szene Untergang der Titanic, die zuletzt noch bis zum Schluss Musik gespielt haben, während das Schiff noch unterging. Unterging. Das war meine allererste spontane Assoziation dazu. Ja. Ich dachte jetzt gerade an Belsazar. Auch, ja. Also das passt ja aber auch genau zu der Qualität des Turmes, ne, der uns überrumpelt, wenn wir denken, alles im Griff zu haben, aber eigentlich auch unterbewusst wissen, dass wir es tatsächlich nicht so im Griff haben. Ja, Marion schreibt hier auch noch Nero mit der Fiedel. Ja, sehr schön. Ja, vielleicht ist es auch jemand, der zur Katastrophe aufspielt. Also möglich. Die Karte daneben ist, denke ich, an Visconti angelegt. Die genau, auf deiner Seite. Eine Variante des Visconti. Wir wissen ja nicht, wie die Original-Visconti-Karte ausgesehen hat. Der Teufel und der Turm sind beide nicht verfügbar im Original. Ich dachte, das ist sowas hier wie Jericho. Die Mauern von Jericho. Die Mauern von Jericho, die durch einen Trompetenschlag zerstört werden, was immer man über diesen Mythos denkt. Auf jeden Fall wird hier etwas zu Fall gebracht, um dann etwas Neues zu errichten. Das ist auch immer ganz wichtig. Und da haben wir diesen Aspekt der Befreiung, den Pascal anspricht. Also ja, natürlich ist immer Befreiung dabei, habe ich ja auch schon gesagt. Aber mir ist das, was Pascal hier schreibt und auch was Anna sagt mit Loslassen und es ist weniger Zerstörung. Das ist mir, da sind wir wieder bei dem Tod und das ist ja nur Transformation. Das ist mir zu schön geredet. Normalerweise ja. Ist der Turm kein tolles Erlebnis. Ich sag mal, wir können da mal ganz kurz von der Metaebene nochmal drauf schauen. Also was du jetzt gerade sagst, finde ich total wichtig. Wir haben eine Tendenz dazu, bestimmte Karten, das gilt auch für Runen und sicherlich für andere Orakeldecks, die Tendenz dazu, das kommt aus einem positiven Bedürfnis heraus, wie ich finde, seit den 80er Jahren der Psychologisierung. Und Saturn ist ja gar nicht so schlecht in der Astrologie und Mars ist ja eigentlich das und das und wir alle brauchen Mars, dass wir es manchmal ein bisschen übertreiben und dann versuchen, in allem nur das Positive und Konstruktive zu sehen. Und eigentlich besteht unser Leben ja nicht nur aus einer Aneinanderkettung von positiven Erlebnissen, sondern die negativen Erlebnisse, und ich sage es bewusst negativ, auch wenn ich sonst sehr lösungsorientiert bin, die negativen Erlebnisse gibt es auch. Und diese zu erleben, sind trotzdem Schritte in unserer Entwicklung, gerade weil wir anerkennen, das ist jetzt wirklich schlecht gelaufen, das war ein Scheitern, das war ein Fehler. Denn nur wenn wir sozusagen in dem bereit sind, das zu akzeptieren und auch auszuhalten, können wir den nächsten Schritt machen. Ich glaube,
Beim Gehängten haben wir ein ähnliches Prinzip. Und da hast du auch schon mal drüber gesprochen. Und ich finde es total wichtig, dass wir das bei diesen traditionell eher negativen Karten uns auch wirklich mal zulassen und zutrauen, nicht immer sofort eine positive Bedeutung hineinzulegen, sondern zu sagen, okay, es gibt Zerstörung, es gibt Krieg, es gibt Dinge aushalten müssen, es gibt Schuldgefühle, es gibt dies und wir sind unvollkommen. Ja. Aber in... Also Ein klassisches Turmerlebnis ist, man möchte eigentlich nicht mehr mit jemandem zusammen sein. Man zögert das aber hinaus, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kommt man nach Hause und ertappt die Person, mit der man nicht mehr zusammen sein möchte, mit jemand anderem. Und dann bricht eine Welt zusammen. Mhm. Und die spontane Reaktion ist nicht zu sagen, oh, ich bin erlöst, sondern zu sagen, ich will den wiederhaben. Oder die wiederhaben. Das ist so ein typischer eine Turmreaktion. Mhm. Mein persönliches Turmerlebnis war, dass ich einen Job, den ich sehr gehasst habe, verloren habe durch eine fristlose Kündigung, weil mein Chef Baptist war und herausfand, dass ich Karten legte. Und das war entsetzlich. Meine ganze Existenz war zerstört. Ja. Aber innerhalb eines Jahres, das sehr, sehr hart war, bin ich Kartenlegerin geworden. Mhm. Und ich wäre es wahrscheinlich nicht geworden, wenn mir das nicht passiert. Mhm. Diese Qualität ist ein Turmerlebnis. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die Frage ist gar nicht so sehr, ist die Karte positiv oder negativ, sondern was mache ich daraus? Was entsteht daraus für mich? Jetzt habe ich hier nochmal das von Maya konkretisiert, was sie mit Ablösen meint. Maya, ich glaube, nach dem Beispiel, was ich auch gerade gesagt habe, es ist schwierig, sich aus einer Turmsituation durch Rückzug abzulösen. Wenn du es schaffst, im Teufel zu sagen, nee, ich höre auf mit dem Spiel, das wird mir zu heikel, dann kannst du rauskommen aus der Situation. Die Gefahr ist nur, wir wollen ja durch Tarot darstellen, wie man zu einer höheren Entwicklungsstufe kommt. Mhm. Wenn wir zu einer höheren Entwicklungsstufe kommen wollen, wie die Sonne, wie die Welt, dann müssen wir ein Turmerlebnis im Leben haben. Das sehen wir auch in jedem guten Spielfilm. Mhm. Also die Vermeidung eines Turmerlebnisses führt dazu, dass wir es an einer anderen Stelle wahrscheinlich bekommen werden. Ich glaube, dass glaube ich, wird es ziemlich klar, was der Turm eigentlich bedeutet. Er ist eine Zäsur. Er ist etwas, das uns auch vor die Wahl stellt. Etwas, was in die Brüche geht. Entweder wir lassen uns unter den Trümmern begraben oder wir steigen aus den Ruinen auf. Ja. Und diese Entscheidung ist eine Entscheidung, die nicht der Turm trifft. Der Turm bietet uns nur die Situation an. Und vielleicht dürfen wir mehrere Turmerlebnisse in unserem Leben haben, bis wir einmal dann tatsächlich es schaffen, wie Phönix aus der Asche aufzusteigen. Ja, und wir steigen ja noch lange nicht wie Phönix aus der Asche auf. Erstmal kommt noch der Stern und der Mond. So viel Realismus auf einen Haufen. Also wir steigen langsam, arbeiten wir uns aus den Ruinen heraus und wir schaffen es aber, wenn so wie die Tarotkarten das sehen. Aus Ruinen. Um Gottes Willen, wir sind am Tag der deutschen Einheit. Kirsten. Ich glaube, es wird Zeit für die nächste Karte. Und es wird wahrscheinlich nicht besser. Aber gut, wir schauen mal. Kerstin, du schreibst jetzt zum zweiten Mal, dass der Turm deine Wesenskarte ist. Laut der normalen Zuordnung von Wesenskarten ist das unmöglich, denn eine Wesenskarte ist immer eine einstellige Zahl. Du kannst sie als Persönlichkeitskarte haben, wenn du eine 7 bist. Es sei denn, du folgst Gerd Ziegler, Bodhi Ziegler, der da anders vorgeht. Und ich weiß nicht, wie es der Denner macht, aber eigentlich ist eine Wesenskarte immer einstellig. Also es wäre dann 1 plus 6 die 7, ne? Genau. Mhm. Und ich habe auch eine 16 als Persönlichkeitskarte beziehungsweise als Schattenkarte. Das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn euch das interessiert mit Wesenskarten, schaut doch bitte auf
den Kanal der Mantika. Da haben Roy und ich ausführliche Videos zum Thema gemacht. Okay, ich werde auch das nochmal unten verlinken, damit ihr das gleich finden könnt. Glaube ich, da haben wir die Frage am besten geklärt, würde ich mal sagen. Genau. So. Marion bringt hier Buffy ins Spiel. Ich habe leider die Turmkarte von Buffy nicht, aber ja, man könnte sagen, dass sich rausschaufeln aus dem Grab könnte ein Erlebnis sein. Ich würde die fast eher noch in den Mond verordnen, weil der Turm ist ja erstmal die Hilflosigkeit. Ne? Ja. Das ist die Erkenntnis von Uma Thurman, wenn sie da im Sarg liegt und nicht weiß, wie sie rauskommt. Bei So, Kill wenn wir bei Bill. dem, genau, bei Kill Bill. Und Wenn Pascal, wie wir. gesagt, wir verlinken auf die Videos bei den Mantikern, da kannst du alles über Wesenskarte und ich glaube auch Persönlichkeitskarte besprecht ihr dort auch erfahren. Genau. So, jetzt kommen wir mal zu den beiden Klassikern des Tarot. Wir sehen auf meiner Seite, ich weiß nicht, warum du mir immer den Crowley zuschusterst und dir den Waite gibst. Übrigens hatte Waite gestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch Happy nachträglich. Birthday, Edward. Yes, er wurde 1857 geboren. Und Crowley ist ja auch eine Waage gewesen. Also der hat demnächst auch Geburtstag. Und wir sehen aber bei beiden Wagen ganz unterschiedliche Interpretationen. Ja, Pascal, Buffy ist von einem Turm gesprungen, um sich zu opfern. Da hast du vollkommen recht. Hier springen die Leute aber nicht unbedingt, sondern sie werden geworfen. Gerade bei der Wade-Variante sehen wir nun eine stärkere, also in Richtung Negativität gedeutete Interpretation des Marseille-Tarots. Wir haben diesen extrem hohen Turm, den man vielleicht auch mit Herr der Ringe in Verbindung bringen kann, wenn Gandalf da oben stehen muss, ja. Oder mit einem, ja, es ist ein Gefängnis eigentlich, dieser Turm. Das sieht man hier sehr deutlich. Wir haben wieder die drei Fenster, wir haben keine Tür, wir haben einen Abgrund, auf dem dieser Turm steht. Hier sehen wir jetzt die geschlossene Krone des Herrschers. Schaut euch nochmal den Herrscher im Waite-Tarot an, der hat dieselbe Krone auf. Und wir sehen einen Blitz, der da einschlägt und dieser Blitz folgt dem Weg des Lebensbaumes, dem kabbalistischen. Warum Herrscher? Weil das ist die Zahl 16, die mit dem Turm verbunden ist. Und natürlich ist da die 7 drin in der Quintessenz, aber es ist 4 mal 4. Für mich stellt der Turm immer die kondensierte Macht des Herrschers dar. Tiefer als im Teufel werden wir nicht in die Materie gehen. Und der Turm zeigt uns die Konsequenzen dessen, wenn wir so tief in die Materie gehen. Wenn wir, wie es jetzt aktuell ist, der Erde einfach alles berauben, was man nur berauben kann, um ein gutes Leben zu haben, ja, dann sind wir im Teufel und können mit dem Turm rechnen, ob wir wollen oder nicht. Und wie das aussehen kann, das sehen wir sehr schön bei Crowley dargestellt, der ja eine Art Fegefeuersituation uns zeigt. Aber diesen Aspekt der Erleuchtung auch ganz stark hervorhebt durch das allsehende Auge, was er oben hinsetzt. Wir haben auch die apokalyptische Schlange. Wir haben hier auf diesem Turm, hier wird stark auf Babel angespielt, aber gleichzeitig ist der Turm auch immer eine Pfingsterlebniskarte, wo die Flammenzungen uns auf den Kopf gesetzt werden. Darauf spielt Crowley auch an. Und überhaupt sehen wir ja, dass er so rund denkt, ne? Also es entsteht so ein Wirbel in dieser Karte. Und die Wesen, die vom Turm fallen bei Crowley, das sind keine Menschen, sondern das sind leere Hüllen. Es ist also quasi bei ihm eher, der Höhepunkt ist überschritten und jetzt beginnt das neue Zeitalter und das Alte wird vernichtet. In der Karte von Waite haben wir eher den Schockzustand, während wir aus dem Turm hinausfallen. Ich finde übrigens jetzt, ich finde, dass die Crowley-Karte auch zum heutigen Tag gut passt, denn sie ist ausschließlich aus den Farben Schwarz, Rot und Gold gemacht. Was mich dazu führt, daran zu erinnern, ich habe auch noch heute eine Runenlegung zum Tag der Deutschen Einheit geplant. Ich habe mich gestern von euch inspirieren lassen, überlegt und mach eine Legung zu den Farben Schwarz, Rot, Gold heute um 11:30 Uhr. Um wie Uhr? 11:30 Uhr? 11:30 Uhr, einfach gestern im Anschluss.
Ist mir einfach eingefallen. Vielleicht habt ihr nachher noch Zeit und Lust und schaut euch das dann gemeinsam hier auf der Geheimnisakademie an. Ein bisschen um die Alchemie dieser Farben. Und ich finde jetzt, gerade fällt mir auf, Crowley hat ja die Farben Deutschlands darin verewigt. Ob er damit natürlich etwas aussagen wollte? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Eine Sache habe ich noch, Kirsten, die mir da einfällt. Wir haben ja jetzt hier diese kleinen Flammenpunkte. Das war ja vorher das Konfetti auf dem Tarot de Marseille. Bei Wade, ohne es jetzt wirklich gezählt zu haben, erinnere ich mich, dass es 2x10 sind. Und dass das eine Anspielung auch ist auf die Sephiroth im Baum des Lebens. Nee, du hast Unrecht. Ich habe Unrecht. Das kann nicht sein. Es sind einmal 10 und einmal 12. Ich danke dir. Was 22 ergibt. Ah, so rum war das, ja. Verweist auf die großen Arkana. Richtig. Und auf die 22 Wege auf dem Baum des Lebens. So, jetzt habe ich die Kurve wieder gekriegt. Dankeschön. Sehr gut, sehr gut. Also, in jedem Fall gibt es da aber eine kabbalistische Anspielung, die wir beim Tarot de Marseille nicht haben. Kannst du irgendwas sagen dazu, warum beim Tarot de Marseille so Konfetti drauf ist? Gibt es da irgendwas? Das weiß ich wirklich nicht. Okay. Es gibt leider auch so wahnsinnig wenig Bücher, die darüber schreiben. Die beste Adresse wäre dein geliebter Robert M. Place, der sich ausführlich mit den Symboliken der Tarot de Marseille-Karten auch auseinandersetzt. Mhm. Ich habe keine Idee dazu. Okay. Gut. Wir sind da draußen noch Ideen. Ja, vielleicht könnt ihr ja schreiben. Ich denke mal, wir haben das Schlüsselwort schon genannt, Robert M. Place, und schon sind seine Karten sichtbar. Ich denke, man muss jetzt gar nicht so viel sagen dazu. Gerade bei der auf deiner Seite, da sehen wir eher so eine Tempelstruktur, die brennt. Also da ist vielleicht, hat er vielleicht das Thema Maison Dieu nochmal aufgegriffen im Sinne Gotteshaus und Tempel. Es ist ja das Raziel-Tarot, mhm, in dem er auf hebräische Themen, genau, anspielt. Und das wird der Tempel Salomons sein, der hier, richtig, brennt. Richtig, ja. Oben drüber sieht man ja auch, so, glaube ich, so angedeutet, die Tafeln, die Tafeln von Moses. Die Tora. In seiner alchemistischen Variante auf meiner Seite, da sehen wir, was ich ganz interessant finde, der Turm in seiner alchemistischen Bedeutung, und die finden wir tatsächlich auch, nämlich dass der Turm das Gefäß ist, in dem der alchemistische Prozess stattfindet. Und er setzt dann eben diese Glaskolben obendrauf, diese ganzen gläsernen Instrumente, mit denen man in der Alchemie arbeitet. Tatsächlich, wenn ihr mal Turmbilder seht, auch gerade mit drei Fenstern, das ist, könnte der Turm der Barbara sein, aber manchmal in der alchemistischen Symbolik ist es auch eben der sogenannte Atanor. Das heißt, der Ofen, in dem man die alchemistischen Prozesse des Feuers kontrolliert. Und wenn du noch einmal kurz zurückgehst, da, was auch auffällig ist, das hat die Rachel Pollack mal festgestellt, was ich sehr klug finde, die Karten vorher, ob wir die Liebenden nehmen oder den Teufel, wo ja immer Mann und Frau dargestellt werden, da ist die Frau auf der, oh, jetzt meine Rechts-Links-Schwäche, rechten Seite und der Mann auf der linken. Und hier im Turm werden die ausgetauscht. Mhm. Und auf künftigen Karten ist es dann in dieser Austauschung. Also da findet ein alchemischer Prozess statt, der auch auf der Crowley-Karte angedeutet wird, aber hier gibt es natürlich wieder eher die tantrische Anspielung bei Crowley. Was ich bei Crowley, wenn wir sie gerade wieder da haben, auch wieder toll finde, ist unten dieser Schlund, der Feuer speit. Das erinnert mich an mittelalterliche und frühneuzeitliche und barocke Darstellungen vor allen Dingen. So wird der Höllenschlund oft abgebildet in Kirchen. Also wenn es darum geht, wenn dann so das große Gericht dargestellt wird, da gibt es interessante, in vielen Kirchen oder in einigen Kirchen gibt es das, die einen gehen ja in den Himmel und die anderen gehen in die Hölle, und häufig ist dann das so eine Art Höllenschlund.
aus diesem Höllenschlund, der natürlich dort unten ist, kommt Feuer heraus und zerstört ihn auch von unten. Ich glaube, dass Crowley dieses Thema der Zerstörung auf die Spitze treibt. Nicht nur von oben kommt ein Blitz, sondern eigentlich hier bricht alles in sich zusammen. Und wie du vorhin schon sagst, deswegen mag ich die Karte künstlerisch gesehen besonders, weil so ein Wirbel entsteht. Ein Wirbel, in dem ein Mahlstrom, in dem sich alles in Zerstörung befindet. Herr Crowley hat ja auch das neue Zeitalter einleiten wollen. Wade war das, glaube ich, nicht so ein großes Anliegen. Und das sieht man dann auch in den Karten, dass es da vielleicht doch eher um eine persönliche Entwicklung geht. Crowley hatte da auch sehr definitiv eine gesellschaftliche Message. Ja, Vulkane. Also das ist hier so ein wirklicher Vernichtungsakt alles Alten, um etwas Neues aufzubauen. Bei Wade weiß man das nicht so genau, denn das werden wir dann später im Turm sehen, im Mond sehen, ist zu hinterfragen. Ja, hier noch alte Darstellungen. Ne? Das eine ist das Magical Tarot von Anthony Clark. Ach so, Kerstin hatte vorhin gefragt, von wem diese Decks waren, die wir vorhin gezeigt haben mit dem Fiedler. Das war das Geoffrey Tarot und das andere war eine Visconti-Variante. Genau. Geoffroy heißt es. Und hier Magical Tarot von Anthony Clark. Das fand ich einfach ganz schön, weil es nochmal so eine Distanz schafft, wie auch die Karte von Röhrich. Ne? Da sind nämlich gar keine Menschen mehr abgebildet. Röhrich malt hier auch noch Mars drauf. Das ist die alte Korrespondenz des Turms. Also der hat gar nicht so sehr was mit Uranus oder Pluto zu tun, wie man vielleicht denkt, sondern es wird dem Mars zugeordnet, dem Zerstörer. Und bei Röhrich mag ich das, dass da dieses Schachmuster freigelegt wird im Tempel. Ist das jetzt eine Anspielung auf freimaurerische Themen oder ist das eine Anspielung auf irgendwas Spirituelles? Denn dieses Schwarz-Weiß-Schachmuster ist ja immer was, was in Tempeln gerade existiert. Aber vielleicht ist es auch die Anspielung darauf, dass jetzt die Polarität freigelegt wird und vielleicht überwunden werden kann. Ja, dieses, ich habe auch sofort an das sogenannte musivische Pflaster gedacht, das so nennt man diese Anordnung schachbrettartig, die wir häufig in Freimaurertempeln finden und in den Logen finden als am Boden und die eben den ewigen Wechsel der Polarität verkörpern, dass das da freigelegt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob Röhrich irgendwie mit Freimaurern zu tun hatte, aber man könnte ihm mal unterstellen, dass er sich zumindest auskannte und wusste, welche Bedeutung dahinter steckt. Ja, auf jeden Fall. Die Rune, die da abgebildet ist, ist doch auch wieder Algis umgekehrt, oder? Ja, das ist die umgekehrte Algis und das ist natürlich dann etwas, wir haben ja darüber auch schon, glaube ich, mittlerweile in zwei Gesprächen über die Runen auf dem Röhrich gesprochen und da kann ich jetzt, wir können unendlich viel schon verlinken, Kirsten, weil wir haben über so viel schon gesprochen. Ich hoffe, ich merke mir das jetzt alles, was ich alles verlinken wollte. Aber in jedem Fall. Erinnert ihn bitte dran. Ja, das, auf alle Fälle, das, da gibt es auch ein Gespräch mit Kirsten und mir. Ich weiß nicht, wo das jetzt zu finden ist, auch im Tarotverband. Ne? Da habe ich über Runen und haben wir über Runen und Tarotkarten gesprochen und da erkläre ich das nochmal. Genau, beim Tarotverband war das jetzt gerade vor gar nicht so langer Zeit. Ja, hier haben wir nochmal, ich fand bei dem auf deiner Seite fand ich die Darstellung insofern interessant. Weil wir haben hier einen brennenden Turm, die Leute fliehen aus dem Turm. Das ist jetzt eine andere Situation. Sie werden nicht gestürzt, sondern sie fliehen. Und der Turm steht auch noch auf so einem Abhang oder auf so einem Vorsprung. Und auch noch das Wasser kommt von unten. Also Feuer und Wasser zerstört sozusagen die Substanz. Aber die Leute können fliehen. Das ist das 78 Pforten-Tarot. Ja. Hier könnte man vielleicht sagen, okay, hat hier jemand vermeidet eben genau diese Situation und geht nicht durch die Pforte, ne? Wäre eine Idee. Ja, und dann daneben ist die Karte aus dem Glan-Tarot, das deutsche Tarot heißt dieses Tarot. Und da sehen wir Blitz. Und da hast du vielleicht auch deine Inspiration mit der Pyramide her. Er spielt ja stark auf ägyptische Symbole an. Und hier bleibt interessanterweise ein zweiter Turm stehen. Das ist natürlich auch, wenn wir an die World Trade Center Diskussion denken,
interessant. Und dieser Doppelturm, wie gesagt, der kommt ja auch wieder vor im Tarot. Meine These ist, und darüber werden wir ja bei den nächsten Malen sprechen, dass der Turm nur da uns die Chance gibt, Dinge zu verändern. Aber denken wir daran, was nach dem World Trade Center geschah. Wurden die Dinge verändert oder wurden sie vielleicht verstärkt und intensiviert? Und 20 Jahre später haben wir den Salat. Das ist genau die Gefahr beim Turm, nämlich Altes wieder aufzubauen, weil es auch noch nicht komplett zerstört ist, wie in diesem Falle, anstatt zu sagen, okay, wir verändern etwas. Das ist ein bisschen das, mir fällt da jetzt gerade mein Artikel, den ich damals geschrieben habe, ein, das Saturn-Pluto-Thema. Und dass da eben Saturn-Pluto natürlich in vielen Varianten auftaucht. Und ich glaube, wir haben uns eine Variante abgeholt im Laufe der Zeit, die uns bis jetzt wahrscheinlich eher quält als unterstützt. Ja. Also jetzt mal weltpolitisch gesehen, Ja. nicht im Einzelnen. Kommen wir zu unserem letzten Bild. Da habe ich, das sind, ja, erzähl du was Das eine dazu. ist das Vice Versa Tarot, ne, wo wir den Turm rückwärts sehen. Mir gefällt, da sieht man noch mal sehr schön, dass Eva eigentlich auf die andere Seite gehört, ne? Und mir gefällt es sehr schön, dass dieser Paradiesbaum im Hintergrund ist. Wir haben natürlich auch wieder so diesen Lebensbaum dargestellt und die Anspielung darauf, dass Adam und Eva jetzt hier wirklich endgültig aus dem Paradies fliegen, oder vielleicht wieder ins Paradies zurückfallen können, weil dieser Baum da ist oder erinnert uns daran, warum wir überhaupt gefallen sind. Man kann die Karte durchaus auch mit dem Sündenfall in Verbindung bringen, wenn man das möchte. Ich finde ganz kurz, bevor du zur anderen Karte kommst, ich find an dieser Stelle einfach auch interessant, dieser Gedanke, dass der Turm zerstört werden muss, um etwas freigesetzt zu bekommen. Und das zu verbinden mit dem Thema Weltenbaum, Paradiesbaum, Weltenbaum, dass man ja weiterführen kann in Axis Mundi, Weltenachse, Weltensäule, und so weiter, dass man ja in ganz vielen Mythologien auch hat, dass es die Welt zusammenhält, dass hier auch eine Welt zusammenbricht an dieser Stelle. Etwas, wovon man geglaubt hat, oder denk an die gebrochene Säule auf vielen Grabmälern. Etwas, was man glaubte, was immer für immer halten wird, wird zerstört und dadurch geht etwas wirklich zu Bruch. Und dies, was zu Bruch geht, das ist dieser Moment. Und für mich hat es dieser Paradiesbaum eher sowas, aber im Hintergrund wächst vielleicht schon ein neuer. Genau. Sogar mit Schlange. Florian verweist nochmal aufs Mittelalter. Ja, natürlich. Und da solltest du dir bitte das Video ansehen, das ich mit Christopher für den Tarotverband gemacht habe. Da reden wir auch über diese Dinge. Wir können sowas Dramatisches nehmen wie in Game of Thrones, die Episode The Bells, wo natürlich auch, also der Turm in King's Landing ist ja auch ganz wichtiges Symbol, ne? Fällt mir jetzt gerade spontan dazu ein. Das ist jetzt nicht Mittelalter, aber Fantasy ist aber so ein bisschen Pseudo-Mittelalter. Also das ist nicht, oder was ich vorhin über Herr der Ringe gesagt habe, ne? Der Turm ist eine super wichtige Rolle, spielt eine super wichtige Rolle. Und das Bild von der Katrin Welz-Stein bei dir finde ich eines der wunderschönsten Turmdarstellungen überhaupt, weil es bringt für mich gerade dieses Plutonische, was du genannt hast, so schön zum Vorschein. Also wir klammern uns an alte irdische Herrschersicherheiten und die zerbröseln einfach unter uns. Das ist eine Explosion, sondern es ist ein Wegbröseln. Und das können wir versuchen zu halten oder auch nicht. Ein gutes Beispiel dafür, ich muss jetzt hier immer die ganzen Marvel-Filme sehen, ist, wenn die Leute sich da, in welchem Film auch immer, ihr werdet das wissen, ich glaube, es ist Infinity Wars, aufbröseln. Also die Hälfte der Menschheit wird ja weggebröselt. Das finde ich passt da total zu diesem Bild. Ja, und vor allen Dingen in dem Moment, sie hält sich ja fest, aber sie bröselt selber weg dabei. Also vielleicht, ich würde es gar nicht sagen, vielleicht hält sie sich fest, weil sie mit zerbröselt werden möchte. Ich habe eher so einen Eindruck, sie gibt sich dem Zustand hin und mit dem Turm zerbricht sie selbst in alle Ja, Bestandteile. beide Varianten sind möglich. Auf jeden Fall fordert dieses Bild einen schon dazu auf, das auch anzunehmen, was gerade passiert, ne?
Und ich finde es toll. Ja, auf alle Fälle künstlerisch sehr gut und ich finde es immer wieder gut, dass dadurch natürlich auch neue Gedankenimpulse in Gang gesetzt werden. Ja, aber Ja. ich finde überhaupt, also ihr scheint heute sehr inspiriert worden zu sein. Viele tolle, tolle Kommentare. Vielen Dank dafür. Finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu orakeln, denn du musst ja gleich wieder in den Ja, nächsten. stimmt, da war doch noch was. Also ich schalte mal zurück wieder auf ein schönes Turmbild. Was nehmen wir denn da? Du darfst ja jetzt aussuchen, Eiffelturm. Was hättest du gern? Den, ich fand das von Saint-Michel am schönsten. Mont-Saint-Michel, dann tun wir mal das hier drauf. Und ich lege heute mal mit, oder ich ziehe heute mal aus dem Heindl-Tarot. Ja, sehr gut. Ich nehme das Wild Unknown Tarot, weil es beim Turm ja nicht so sehr um die Menschen geht, sondern um das, was als nächstes Ihr könnt, kommen könnte. ihr seid jetzt praktisch aufgerufen, falls ihr das noch nicht wisst, wählt entweder Kirsten oder mich und jeder von uns zieht eine Karte und ihr bekommt dann sozusagen ein kleines Abschlussorakel von uns heute auf dem Weg. Ja, für mich ist das jetzt die Karte dafür, wie steigen wir jetzt eigentlich in den Oktober ein? Bald ist ja auch wieder ein Neumond. Was gibt es vielleicht noch abzulösen, sagte Maya, glaube ich, vorhin, oder loszulassen, was Eva sagte oder was Eva hinter uns zu lassen, welches Turmerlebnis ist jetzt wichtig? Und was hast du gezogen? Hast du auch schon gezogen? Ich bin noch dabei, meine Karten sind mir auseinandergefallen, deswegen dachte ich, lasse ich dir den Vortritt. Aber du möchtest nicht, ich merke das schon. Musst mir helfen. Genau. Oh, ja, ich habe eine sehr tolle Karte gezogen. Oh, jetzt fällt da schon wieder was runter. Nämlich das Rad des Schicksals. Wow. Über das habe ich ja heute schon geredet. Das ist gut, dass es eine Parallele zum Turm gibt. Und gut, wir haben unser Turmerlebnis gehabt, wir haben die Wahl hinter uns gebracht und nun am Tag der deutschen Einheit ist es dem Schicksal überlassen, was wir nun da bekommen werden, dank unserer großen Aktivität, für die, das haben ja wirklich viele gewählt, ganz toll. Jetzt sind wir dem ausgeliefert und das passt natürlich sehr gut zur Turmqualität. Ich finde es toll, da ist eine Eule drauf zu sehen. Ja, und der Neumond, also auch nochmal eine Anspielung auf den Neumond, der jetzt bald kommt. Und wir reisen jetzt ja immer mehr in das Zeichen Waage, das ja für Diplomatie und Kompromisse steht. Mal sehen, was da auf uns wartet. Auf jeden Fall geht es beim Rat des Schicksals darum, das anzunehmen, was kommt. Ich habe hier die Prinzessin der Scheiben, die im Heindl-Tarot Tochter der Steine im Westen heißt. Bei Heindl ist es ja so, er hat die Hofkarten verschiedenen Kulturen zugeordnet und Himmelsrichtungen. Und im Westen haben wir eher so ja, wie dürfen wir es jetzt richtig sagen, die Ureinwohner Nordamerikas genannt. Und irgendwie in der Richtung, die Diskussion hatten wir ja schon mal. Und sie wird als in anderen Decks, zum Beispiel bei Crowley, ist es die Prinzessin der Scheiben. Und für mich ist das eine jugendliche Erdenergie. Es ist für mich die Energie der noch nicht gesettelten Erde, sondern eine, die noch im Aufbruch ist, so gut sie im Aufbruch sein kann. Wir sehen hier unten auch, ich versuche das mal näher, hier so Büffel, die da ziehen. Und wir sind also mit dem in Bewegung. Also ich glaube, dass es eine gute Karte ist für jemanden, der jetzt sagt, ich möchte gerne was in Bewegung setzen, mich vielleicht von alten Verstrickungen auch lösen an dieser Stelle und neu denken und mich auf ein neues Abenteuer machen. Kannst Ja, du es noch ist was nur, sagen zu der Prinzessin der Scheiben? aber mir fällt nur dazu ein, dass wir jetzt ja sehr viel über irdische Themen und wir wollen hoch zu Gott und Städte und Zivilisation geredet haben und diese Karte uns vielleicht darauf hinweist, dass wir an unserer eigenen Hybris jetzt immer mehr scheitern werden und vielleicht demnächst wieder auf dem Boden sitzen.
wie der Fischer und seine Frau, und mal schauen, was dann uns Prinzessin Mutter Erde uns noch so geben wird. Ja, ihr seht, Vielschichtigkeit ist unser Motto und deswegen wünsche ich euch einen vielschichtigen Sonntag. Macht was draus. Ich bin ja so in 20 Minuten nochmal online mit meinem Schwarz-Rot-Gold-Legung und dem Geheimnis der Alchemie der Deutschlandflagge. Wen das interessierte, der bleibt einfach auf dem Kanal. Und ich werde dann aber auch nachpflegen die vielen, vielen Links, die euch noch zu dem Thema Turm weiterführen sollen. Beim Tarotverband, bei den Mantikern und so weiter. Das findet ihr in der Infobox. Und ja, in dem Sinne, liebe Kirsten, herzlichen Dank. Das war wieder, finde ich, ganz wunderbar. Wir haben, glaube ich, die Karte nicht umfassend, aber erschöpfend behandelt. Auf Und jeden ich Fall. glaube, dass wir euch, wenn wir da euch zur Inspiration dienen konnten, dann haben wir unseren Auftrag für heute erfüllt. Yes. Euch allen da draußen einen wunderschönen Sonntag. Das wünsche ich euch auch. Und wenn ihr mich heute noch sehen wollt, ich bin um 17 Uhr beim Wochentaroskop wieder zu finden. Und um 18:30 Uhr rede ich heute mit Blandina Gellrich, die ich sehr schätze. Und da werden wir etwas persönlicher und reden über das Thema Berufung. Kannst du noch ganz kurz zu Blandina Gellrich was sagen? Wer ist sie? Warum sollte man sie Blandina gelesen Gellrich haben? ist eine, ja, ich würde sie als eine Geistheilerin bezeichnen. Sie hört das nicht gerne, aber sie arbeitet stark mit dem Gedanken der Matrix. Und sie ist einfach eine sehr sympathische Person, lebt auch in Hamburg. Wir haben uns persönlich auch schon viel ausgetauscht. Ich finde sie sehr interessant und Spannend. wir wollten mal ein Crossover machen, ja. Sehr gut. Das auf dem Kanal der Mantiker. Wer abgesehen von Schwarz-Rot-Gold heute also noch mit mir unterwegs sein möchte, der findet mich morgen wieder. Und zwar zu meinem Neumond im Horoskop astrologisch. Du, Kirsten, wirst ja auch deinen Neumondimpuls machen am Dienstag, glaube ich, oder? Dienstag mache ich das ja, genau. Genau. Also, ihr geht niemals unvorbereitet in die nächste Neumondphase, wenn ihr uns folgt. In diesem Ganz Sinne, genau. liked uns doch bitte. Wir mögen das. Genau, mach das bitte. Alles Habt einen klar. wunderschönen Tag ansonsten. Bis dann. Bis dann. Tschüss.